weiße Kaninchen, das ihr da jetzt seht. Und ich möchte euch meine zwei neuen Kollegen vorstellen. Also, das ist meine neue Freundin Coco. Sie ist ein Löwenköpfchen-Kaninchen und sie ist total putzig. Sie ist sehr neugierig und macht fast immer Männchen, wenn unsere Besitzerin kommt. Und ich freue mich schon, wenn sie wieder groß ist, denn dann können wir noch mehr Oma dumm flitzen, so wie wir es jetzt schon machen. Ja, und das ist mein kleiner neuer Freund Charlie. Er ist ein Inhardi. Und ja, sie sind, also meine zwei kleinen Freunde sind beide 9 bis 10 Wochen alt. Und ja, Charlie hatte, wie wir ihn bekommen haben, immer so ein Stehohr. Und das sah auch total hübsch aus. Aber jetzt sieht er noch knuddeliger aus, weil jetzt seine beiden Ohren jetzt irgendwie hängen. Wir wissen aber nicht genau, wieso. Aber ja, das waren meine kleinen Freunde. Und jetzt erzähle ich euch etwas, wie unser Tag so war. Hey, jetzt will ich aber mal reden. So, also meine Lieben. Ich, Charlie, das war eine ganz komische Geschichte. Ich muss euch jetzt eine etwas komischere Geschichte erzählen. Also, bevor meine Besitzerin kam, da haben wir ja so einen Zaun aufgestellt und der ist irgendwie unter meinem Gewicht irgendwie zusammengebrochen. Also, der Zaun war so aufgestellt und ich habe mich dagegen gelehnt und dann bin ich in die Grasseite gekommen. Ihr werdet es dann eh gleich noch sehen. Und ja, ich habe da sehr lange gesessen, aber dann ist Gott sei Dank meine Besitzerin gekommen und sie ist dann, hat mich dann rausgeholt, hat mich noch ein bisschen gestreichelt und mir gut zugeredet. Und ja, dann ist mir wieder gut gegangen, ich bin auch gleich durch den Käfig geflitzt. Und ja, das war jetzt meine Geschichte, vielleicht hat Coco auch noch eine. Coco, hast du... Ja, also ich habe zwar keine Geschichte mehr, aber ich möchte euch noch gerne etwas erzählen. Und zwar hier bei meinem neuen Zuhause geht es mir sehr gut. Wir haben auch ausreichend Platz, um herumzuflitzen und zu tollen. Und manchmal dürfen wir sogar auf die große Wiese gehen. Und das finde ich total toll, denn dann kann man verschiedene Kräuter und verschiedenes Gras und Wiese fressen. Und das ist so lecker. Ja, und auch außerdem möchte ich auch gerne noch ein größeres Gehege haben. Aber wir werden wahrscheinlich vielleicht noch ein bisschen was dran bauen, aber das ist noch nicht fix. Und seht ihr, wie süß wir da jetzt gerade sind. Wir liegen so süß da und ja, also der Große, der am Anfang gesprochen hat, also Niki, der putzt uns immer so brav. Meine Haut glänzt jetzt, also mein Fell glänzt jetzt immer so schön. Das finde ich total cool. Und ja, mit meinem neuen Freund Charlie, wir haben uns erst vor ein paar Tagen kennengelernt. Und Niki auch. Und die sind beide eigentlich ziemlich cool unterwegs. Und ja, ich mag sie auch schon sehr gerne. Und ja. Ja, kann ich jetzt bitte nochmal reden? Ja, also ich mag meine zwei neuen Freunde sehr gern, obwohl sie mir in der letzten Nacht dann schon ziemlich auf die Nerven gegangen sind. Und ja, meine Besitzerin hat irgendwas geredet von, dass sie mich mit den anderen wieder auseinandersetzen wird. Denn die Kleinen haben ja keinen Schutz und wenn ich dann vielleicht mal ein bisschen aggressiver werde und ja, wenn sie mich halt ein bisschen nerven, ihr wisst ja, wie das ist, dann wird sie mich wahrscheinlich in ein anderes Gehege setzen. Da habe ich aber dann auch guten Auge auf und ich bin dann nicht, ich bin dann trotzdem noch artgerecht gehalten. Ja, und den Tipp hat sie von einer Instagram bekommen. Und sie hat auch einen YouTube-Kanal, der heißt Kaninchenerfahrungen. Bitte schaut da auch gerne mal vorbei, denn die hat echt tolle Videos und sie kann auch super erklären. Und sie gibt auch wirklich hilfreiche Videos. Und ja, ich hoffe, du wirst das jetzt sehen, denn... Ja, du machst wirklich total tolle Videos und du hast viel mehr Abonnenten und viel mehr Likes auf deine Videos verdient, denn du machst die YouTube-Videos so gut. Du hättest
eine Million oder noch mehr Abonnenten verdient. Das soll ich ihm nochmal kurz sagen. Und auch danke für deine Infos. Und ja, jetzt geht's wieder weiter zu uns. Ihr werdet da auch bestimmt noch ein Ablaufvideo sehen, also wie sie mich umsetzt dann und wie sie alles vorbereitet. Und ja, ich mag meine zwei Kollegen auch sehr gerne, aber manchmal sind sie eben ein bisschen nervig und ja, in der Nacht tollen sie immer um mich herum, wo ich eigentlich schlafen möchte. Das ist manchmal ein bisschen nervig, aber ja, das geht schon, weil ich habe mich jetzt so gefreut, dass sie endlich kommen, aber wie gesagt, wir können sie nicht so lange bei mir lassen, weil ich werde auch recht schnell aggressiv und ja, ich will sie einfach nicht verletzen. Und ab der 11. Woche sind sie dann, ja, ich weiß nicht, ich will einfach kein Risiko eingehen und will dann meine zwei Partner erst in ein paar Wochen oder Monaten wiedersehen, anstatt, ja, dass ich dann keine mehr habe. Das wäre dann richtig schade. Das hat sich sogar gereimt. So, jetzt möchte ich aber auch noch mal reden. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit dem Video gehabt und schreibt mir vielleicht in die Kommentare, wie ihr es gefunden habt und was noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt oder ob ihr es nicht so toll gefunden habt. Und ja, dann würde ich sagen, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ich bin das ganz große weiße Kaninchen, das ihr da jetzt seht. Und ich möchte euch meine zwei neuen Kollegen vorstellen. Also, das ist meine neue Freundin Coco. Sie ist ein Löwenköpfchen-Kaninchen und sie ist total putzig. Sie ist sehr neugierig und macht fast immer Männchen, wenn unsere Besitzerin kommt. Und ich freue mich schon, wenn sie wieder groß ist, denn dann können wir noch mehr Oma dumm flitzen, so wie wir es jetzt schon machen. Ja, und das ist mein kleiner neuer Freund Charlie. Er ist ein in Hartley. Und ja, sie sind, also meine zwei kleinen Freunde sind beide 9 bis 10 Wochen alt. Und ja, Charlie hatte, wie wir ihn bekommen haben, immer so ein Stehohr. Und das sah auch total hübsch aus, aber jetzt sieht er noch knuddeliger aus, weil jetzt seine beiden Ohren jetzt irgendwie hängen. Wir wissen aber nicht genau wieso. Aber ja, das waren meine kleinen Freunde und jetzt erzähle ich euch etwas, wie unser Tag so war. Hey, jetzt will ich aber mal reden. So, also meine Lieben, ich, Charlie, das war eine ganz komische Geschichte. Ich muss euch jetzt eine etwas komischere Geschichte erzählen. Also, bevor meine Besitzerin kam, da haben wir ja so einen Zaun aufgestellt und der ist irgendwie unter meinem Gewicht irgendwie zusammengebrochen. Also, der Zaun war so aufgestellt und ich habe mich dagegen gelehnt und dann bin ich in die Grasseite gekommen. Ihr werdet es dann eh gleich noch sehen. Und ja, ich habe da sehr lange gesessen, aber dann ist Gott sei Dank meine Besitzerin gekommen und sie ist dann, hat mich dann rausgeholt, hat mich noch ein bisschen gestreichelt und mir gut zugeredet. Und ja, dann ist es mir wieder gut gegangen, ich bin auch gleich auf den Käfig geflitzt. Und ja, das war jetzt meine Geschichte, vielleicht hat Coco auch noch eine. Coco, hast du... Ja, also ich habe zwar keine Geschichte mehr, aber ich möchte euch noch gerne etwas erzählen und zwar hier bei meinem neuen Zuhause geht es mir sehr gut. Wir haben auch ausreichend Platz, um herumzuflitzen und zu tollen. Und manchmal dürfen wir sogar auf die große Wiese gehen. Und das finde ich total toll, denn dann kann man verschiedene Kräuter und verschiedenes Gras und Wiese fressen. Und das ist so lecker. Ja, und auch außerdem möchte ich auch gerne noch ein größeres Gehege haben, aber wir werden wahrscheinlich vielleicht noch ein bisschen was dran bauen, aber das ist noch nicht fix.
und sieht ihr, wie süß wir da jetzt gerade sind. Wir liegen so süß da und ja, also der Große, der am Anfang gesprochen hat, also Niki, der putzt uns immer so brav. Meine Haut glänzt jetzt, also mein Fell glänzt jetzt immer so schön. Das finde ich total cool und ja, mit meinem neuen Freund Charlie, also ja, wir haben uns erst vor ein paar Tagen kennengelernt und Niki auch und die sind beide eigentlich ziemlich cool unterwegs und ja, ich mag sie auch schon sehr gerne und ja. Ja, also kann ich jetzt bitte nochmal reden? Ja, also ich mag meine zwei neuen Freunde sehr gern, obwohl sie mir in der letzten Nacht dann schon ziemlich auf die Nerven gegangen sind. Und ja, meine Besitzerin hat irgendwas geredet von, dass sie mich mit den anderen wieder auseinandersetzen wird. Denn die Kleinen haben ja keinen Schutz und wenn ich dann vielleicht mal ein bisschen aggressiver werde und ja, wenn sie mich halt ein bisschen nerven, ihr wisst ja, wie das ist, dann wird sie mich wahrscheinlich in ein anderes Gehege setzen. Da habe ich aber dann auch guten Auslauf und ich bin dann nicht, ich bin dann trotzdem auch artgerecht gehalten. Ja, und den Tipp hat sie von einer Instagram bekommen und sie hat auch einen YouTube-Kanal, der heißt Kaninchenerfahrungen. Bitte schaut da auch gerne mal vorbei, denn die hat echt tolle Videos und sie kann auch super erklären und sie gibt auch wirklich hilfreiche Videos und ja, ich hoffe, du wirst das jetzt sehen, denn ja, du machst wirklich total tolle Videos und du hast viel mehr Abonnenten und viel mehr Likes auf deine Videos verdient, denn du machst die YouTube-Videos so gut, du hättest 1 Million oder noch mehr Abonnenten verdient. Das wollte ich dir nochmal kurz sagen und auch danke für deine Infos. Und ja, jetzt wieder weiter zu uns. Ihr werdet da auch bestimmt noch ein Ablaufvideo sehen, also wie sie mich umsetzt dann und wie sie alles vorbereitet. Und ja, ich mag meine zwei Kollegen auch sehr gerne, aber manchmal sind sie eben ein bisschen nervig und ja, in der Nacht tollen sie immer um mich herum, wo ich eigentlich schlafen möchte. Das ist manchmal ein bisschen nervig, aber ja, das geht schon, weil ich habe mich jetzt so gefreut, dass sie endlich kommen, aber wie gesagt, wir können sie nicht so lange bei mir lassen, weil ich werde auch recht schnell aggressiv und ja, ich will sie einfach nicht verletzen und ab der 11. Woche sind sie dann, ja, ich weiß nicht, ich will einfach kein Risiko eingehen und will dann meine zwei Partner erst in ein paar Wochen oder Monaten wiedersehen, anstatt, ja, dass ich dann keine mehr habe. Das wäre dann richtig schade. Das hat sich sogar gereimt. So, jetzt möchte ich aber auch noch mal reden. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit dem Video gehabt und schreibt mir vielleicht in die Kommentare, wie ihr es gefunden habt und was noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt oder ob ihr es nicht so toll gefunden habt. Und ja, dann würde ich sagen, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.